Rennsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Rabbelmischung. Rosberg. Rosberg? Ja. Zieht's mir mal das Heck weg, aber. Hab ich gesehen, ja. Geht noch. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Nee, kann ich nicht, DRS. Nee, kommt er erst noch da oben, oder? Nach der Kurve kommst du erst. Da bin ich zu weit weg. Bin auch gerade verbremst. Steht auch einer irgendwo da hinten. Was? Nach Startziel, wenn du geradeaus weiterfahren würdest, da steht ein Auto. Ja, da steht einer, ja. Das ist sogar mein Teamkollege. Aber die Gegner sind immer noch zu schwach, also ich würde beim nächsten Mal ruhig eine Stufe höher stellen. Ne. Das wäre wohl perfekt. Auch schwer. Sagen Bescheid, falls sich etwas ändert.
im Sektor 3 hatte ich vorhin echt Probleme hinter dir zu bleiben, aber Sektor 1 und 2. Ja. Renn in die Box. Oh, da kommt er. Ach, Ultrasoft. Was denn? Kommst du jetzt? Nee, ich hab Soft drauf. Das heißt, du musst da nochmal rein. Ich? Ja, wenn du mit Ultrasoft fährst. Nee. Die Ultrasoft halten nicht so lange. Wirst dann merken. Ja. Ultrasoft ist ja hier das Weicheste. Oh, ich habe ja nur noch 3 Runden, dann habe ich die halbe Zeit drauf. Ja, aber du warst ja schon mal in der Box, oder was? Nein. Nein? Nein. Ich war noch nicht in der Box. Ich hab gedacht, du wärst schon drin gewesen. Nee. Ich weiß ja, wo man das einstellt, was sie in der Box machen. Vielleicht mal die Reifenwahl nicht auf Soft, sondern Super Soft gehen. Ne, nochmal Ultra Soft, so. Beides Ultra. Ne, ich muss ja einmal die gelben haben, ne? Ja. Reifenregel. Ja. Entweder die roten oder die gelben. Also kannst du rot, lila oder rot, gelb fahren? In lila und einmal rot. Das war eingestellt. Ja, ich will durchziehen. Aber deine Reifen verlieren immer mehr Angriff. Ja, klar. Das wird mir zu viel kosten. Also eine Runde fahre ich noch. Boah. Boah. Oh, ich hab einen Klappfuß. Oder was? Das gibt's ja nicht. Ja, dann hast du es übertrieben. Du hast zu weit runtergefahren. Ich habe aber den Reifenabrieb hier nicht drin. Ich weiß gar nicht, dass ich gesehen. Kannst du einblenden lassen. Ja, ich weiß bloß nicht, was ich getastet habe. Ach so. Oh Mann, und das so kurz, dass ich die ganze Strecke noch fahre. Oh, ich habe fast einen Dreher jetzt hier. Ey! Oh! Oh, Scheiße! Ja, wenn du die mehr wie 80%, sag ich mal, fährst, ja, dann kann ein Platzer ja, passieren. Ich hab die Einblendung nicht gehabt. Ich weiß nicht, auf welchen Knopf ich dafür drücken muss. Bin ich mal gespannt, auf welchen Platz ich nachher noch komme. Sieh zu! 130 schaffe ich noch. Gestern. Ah, ich hab mir voll hinten rein. Idiot. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Ja, jetzt sind die Riesenschäden. Voll hinten reingefahren. Kann ich nur ausweichen oder was? Vielleicht bin ich gleich in der Box. Ich hab mal Zeit jetzt. So. 150 schaffe ich noch. Die anderen waren aber noch nicht in der Box, glaube ich. Ich hoffe mal, dass sie noch nicht in der Box waren. Habe ich keine Chance mehr. Doch, die haben sowas auf drauf. Also. Ja, da muss ich jetzt rein. Jawohl, nee, warte mal, das ist NASA und Kyber, die hinter mir jetzt sind. So. Die anderen, ja. Da waren die anderen nicht drauf. Du kannst die Reifen zerstören, wie in echt. So realistisch.
krass. Da muss ich auf die Reifen achten, dass, da muss ich das einblenden an diesem Abwägenkopf, wie man kommen muss. Dazu, dass sie vorwärts kommt hier. Hier zu. Palmer ist wieder letzter. So, jetzt muss ich aber einen Aufholspur der einlegen. Jetzt geht noch Palmer an mir vorbei. Ja, werden wir jetzt auch. Das. Noch in die Punkte gekommen. Der Sprit wird knapp, ich habe auf Fett gestellt. Dann musst du wieder umstellen, normal. Ja, ja. Standard. Ja, Reifen können auch platzen, wenn die zu heiß werden, weißt du? Ja. Geht auch. Also Temperatur und Abnutzung muss man im Auge behalten. Ja, das habe ich zum ersten Mal jetzt erlebt, da muss ich draus lernen, aber geht mir nicht nochmal. Aber ich muss dann wissen, welche Taste ich dafür drücken muss, das weiß ich noch nicht. Oha. Will die Mischung wieder auf Fett. Aufholen. Ja, pass aber halt auf deinen Sprit auf. Ja, ich sehe nicht, wo der wieder mit die Tankfüllung ist. Ich kann das so nicht abschätzen jetzt, aber muss das riskieren. Der steht daneben. Da, wo du Benzingemisch änderst. Da ja? Steht in Klammern noch eine Rundenzahl, plus 1,5 zum Beispiel oder sowas. So, alles klar. Dann mal gerade gucken. Ja.
sehr knapp bemessen. Noch geht's. Ja, wenn Benzin dann leuchtet, beziehungsweise gelb wird, dann musst du runterdrehen auf Ding, auf normal erstmal. Wenn du dann immer noch nicht aufholst, dann musst du mager machen. Ja. Also ich nutze selten Fett, nur wenn ich es wirklich überhaupt. Oh, ich komme hier an eine große Kampfgruppe, da kann ich mal dazu gut machen. So, machen wir auch mal Fett. Fett genug. Ja. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr, aber. Fahrer hinter mir. Okay, die Boxencrew wird dir die Flaps auf plus 1 einstellen. Wir stellen die Flaps auf plus 1 ein. Ich hab gesagt, Fahrer hinter mir und nicht Ding. Fahrer hinter mir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 51,4 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 16,0. Vier Plätze, dann bin ich in den Punkte. Einer hat mich jetzt schön ausgebremst. Zwei Runden, da fehlt mir eine Runde. Ich auf Standard stellen, auf Mager. So. Und nur vergraben. Oh, der hat einen Crash gebaut. So. Sei gut zu diesen Reifen, wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Scheiße, mit Gas. Fahrer hinter mir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 59,1 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,7. Punkte, das ist noch Fouchon. Ich bin wieder vorne.
zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Alter, der Haas ist schneller auf den Rad. So. Mal schauen, bin ich auch vorbei. Wasser bin ich auch noch vorbei, da vorne sind noch zwei. Das ist die letzte Runde, die werde ich wohl nicht mehr kriegen. Bin nur mit dem achten Platz begnügen. Als Ultrasoft, ey. Das ist hier Vettel, glaube ich, in Spielberg auch passiert, dass er die Reifen zerstört hat. Sein, ja. Ja, das ist schon richtig geil gemacht. Ja, auf jeden Fall. Schade, dass ich die beiden da vorne nicht mehr kriegen tue, dann wäre ich auf den 5. Platz gekommen. 7. Ne, 6. Bin ich nur 8. geworden, aber immerhin noch in die Punkte. Eine Runde mehr, dann hätte ich die beiden noch geholt. Schade. Bin auf 300 Meter rangekommen. Hoppala. 3 Sekunden. Oha. Wäre vielleicht nur 9. Eine Strafe bekommen. 12. Oh, weil ich 2 Strafen bekommen habe. Insgesamt 6 Sekunden. So ein Ärger. Doch wieder aus dem Punkt raus.